Meine lieben Kreativlinge, oh, nächstes Mal schreie ich euch gleich direkt an, oder? Nein. Ich habe ja aus der Kooperation mit Globaland, habe ich mir diese Standschablonen hier rausgesucht, was ich aus der letzten Kooperation, das ist zwar kein Kooperationsvideo mehr, aber ich deklariere es als solches, weil ich habe mir ja die Sachen raussuchen dürfen und will aber zeigen, was ich damit mache. War das jetzt logisches Deutsch? Okay, wir lassen es jetzt einfach mal. Ich werde aber alles unten in die Infobox verlinken noch einmal. Und ihr dürft auch gerne weiterhin meinen Rabattcode nehmen, der NATA10 ist. Ich habe jetzt auch schon wieder bestellt und meinen Code selber benutzt. Ich weiß, es ist... Ja, ne? Aber Globaland hat es mir echt angetan. Und das wird die Nummer. Ja, lauter Regenbögen oder ja, verschiedene Regenbögen. Das ist halt wirklich alles dabei, was man so an Regenbogen gebrauchen kann. So. Dann der hier. Und ich habe schon mal in dem letzten Video, wo ich verwendet habe, gesagt, ich möchte hier einmal alles durchverwenden. Okay, den einen habe ich, glaube ich, nicht verwendet, bin ich ehrlich. Aber ja, die anderen habe ich alle verwurstelt. Und natürlich Wolken. Ja. Ich finde es ganz cool, das Set, weil da hat man wirklich alles von... Ich habe zwar Regenbogen, ich habe, glaube ich, so einen Regenbogen. Aber wie gesagt, es ist halt, weil man halt wirklich so alles querbeet hat, was man gebrauchen kann an Regenbögen. So, jetzt muss ich meine geheime Kiste herholen. Ach ja. Und ich gucke gerade, welche Karte fange ich am besten an? Ich muss mal kurz umdisponieren. Also ich bin nicht weg, ich bin da. Ich hatte doch noch eine andere. Wo ist denn die? Mach mich jetzt nicht schwach. Wo ist denn die? Ach, da unten. Okay. Als allererstes machen wir die. Warum nur Regenbogen nutzen? Also als Regenbogen sehen und nicht einfach als Gartenbogen oder wie die heißt. Rundbogen. Rundbogen nennt man die, glaube ich, ne? Ja, das war mein Gedanke dahinter. Die Blumen sind auch von Globaland. Die habe ich jetzt auch schon sehr oft benutzt. Ich finde das Set traumhaft schön. Das habe ich mir allerdings selber gekauft. Ist ja egal. Wenn es einer wissen will, wäre dieses Set. Ja, ich weiß, dass das so nicht so toll ist. Ich muss das alles noch umdisponieren. So. Jetzt brauchen wir erstmal einen Kartenrolling. Ich sehe langsam ein Ende am Tunnel des Lichts. Nee, wie war das? Ich sehe ein Licht am Tunnel. Irgendwie so. In meinen Videoaufnahmen. So, 14,5 mal 21 und dann wird auf der langen Seite bei 10,5 gefalzt. So. Das. Dann der Aufleger, den müsste ich schon zurechtgeschnitten haben. Oder auch nicht. Sieht nicht so aus. 10 mal 14. Ja, doch. Eigentlich schon. 114. Ja, okay. Das prägen wir jetzt einmal mit einem Embossing-Folder. Der ist nicht von Globaland, wie man sieht. Wobei das wahrscheinlich dann mein kompletter Untergang wäre, wenn jetzt ja, wenn jetzt Globaland noch Embossing-Folder anbietet.
Wobei, ich habe schon so viele Standschablonen und trotzdem kaufe ich mir welche. Dann habe ich eben den einen großen Bogen, ich weiß nicht, ob man es sieht, ne? Habe ich einmal ausgestanzt in Braun. Und jetzt gucke ich nur gerade, welche Bögen ich benutzt habe. Der war es definitiv nicht. Der, glaube ich. Und der. Ich habe zwei Stück benutzt, weil das sonst zu schmal war. Und auch das werden wir prägen. Und zwar mit einer Holzmaserung. Einigermaßen bündig. Das werde ich mir jetzt einmal auf meine geprägten Aufleger aufkleben. Nur vorsichtig sein. Durch die Prägung kann das sein, dass mir das der Cardstock reißt. Ich klebe das auch nicht komplett auf. Na, ihr seht, ich lasse es unten drüber stehen. Das schneide ich dann ganz einfach weg. So. Das Überstehende einmal abschneiden. Also heute bin ich sehr zufrieden mit meinem Vorankommen, muss ich gestehen. Dann habe ich einmal alles ausgestanzt, wie ihr seht, in vielen, vielen bunten Farben. Eben von den Sachen von Globaland mit dem Stanzset. Und ich werde das jetzt ungefähr genauso drapieren. Ungefähr. Mal gucken, dass mein Kleber nicht eingetrocknet ist. Ich würde das aber gleich schon mal hinkleben. Da habe ich, glaube ich, 3D-Pads drunter gemacht. So wie das aussieht. So. Ja, Globaland hat es mir einfach angetan. Ich kann es nicht anders sagen. Die haben es echt, echt angetan. Ich habe ja schon vor den ganzen Kooperationen, habe ich ja schon dort bestellt. Und ich würde nicht dort bestellen, wenn ich nicht überzeugt bin. Beziehungsweise würde ich das ja sagen. Ich habe ja auch in der einen Ding habe ich auch gesagt, da ist eine Standschablone dabei, die stand jetzt nicht ganz perfekt. Da ist ein Nupsi drin, der wird nicht durchgestanzt, aber ja, davon kann man absehen. Davon kann man absehen. Dafür funktionieren die anderen Sachen alle super. So, jetzt gucke ich gerade. Jetzt geht's wieder los hier. Lässt sich wieder nicht abziehen. So. Dann da das Blümelein noch.
Schieben wir da so ein bisschen drunter, insofern es sich drunter schieben lässt. Da haben wir noch ein gelbes Blümelein. Na. Das liegt jetzt tatsächlich auch, ich weiß nicht, mittlerweile schon 3 Wochen hier. Ich kann es euch gar nicht sagen, es ist schon so lang her und zwischenzeitlich hatte ich ja bestellt und auf eine Bestellung gewartet, weil da kommt noch eine Kartenidee. Zeige ich euch dann auch gleich. Aber jetzt komme ich auch endlich dazu und schaffe es zeitlich abzufilmen. Dann das noch. Hochheben. Dann habe ich hier Schmetterlinge ausgestanzt. Die sind jetzt leider nicht von Global Land. Ich weiß gar nicht, ob die welche haben. So ganz kleine. Ja, ich weiß, dass die welche haben. Da habe ich auch welche bestellt. Zeige ich euch auch gleich, was ich damit meine. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht. Wo ist denn mein Stift? Wo ist er denn hin? Nee, du bist es nicht, du bist es auch nicht. Dann einen schwarzen CD-Schreiber. Weil das einmal ist es Vellum und das andere ist Cardstock. Und auf Vellum hält er so normaler Filzschreiber nicht. Beziehungsweise so Dingenskirchen. Ihr wisst schon, wie ich meine. Feinliner, jetzt habe ich das Wort. Feinliner hält er da drauf nicht. So, wenn die dann nämlich getrocknet sind, dann kann man, da kann ich es am besten zeigen, weil da sind sie ja schon getrocknet. Dann kann man die nämlich so schön hochpushen. Und dann sind die so ein bisschen 3D-mäßig. Der genauso. Na? So, das Ganze kleben wir jetzt auf unsere Grundkarte. Dann machen wir da noch einen Die-Cut drauf. Ihr seht schon, ich nehme die echt, echt gerne. Muss man nur raussuchen. So, dann machen wir noch ein 3D-Pad drauf. Hoffentlich hält der Speicher noch durch. Ich sage ja, heute bin ich echt super fleißig. Na, lass los. Und dann wäre die erste Karte auch schon fertig. Man muss das ja nicht als Regenbogen sehen, man kann es ja auch als Rundbogen nehmen. Das wäre die erste. Ich habe natürlich auch Regenbögen gemacht. Ne, weil man muss das ja trotzdem ausprobieren. Und zwar schauen die so aus. Da habe ich diesen Wellenregenbogen hier genutzt. Den habe ich eben, ich weiß gar nicht, sind 7 Farben. Ich habe aber nur 5 ausgestanzt in ja, Pastelltönen. Jetzt habe ich es in Pastelltönen und habe die dann halt immer ja, geguckt, wie ich das am besten anordne, dass ich so viele Karten wie möglich rausbekomme. Ich weiß gar nicht, 5 Karten sind es, glaube ich, geworden. 1, 2,
Drei, vier, fünf. Fünf Karten, ja. Die Wolken sind auch aus dem Set. Die Mäuse sind auch von Globaland. Die fand ich passend dazu. So süß, die sind auch von Globaland. Habe ich leider keine Nummer mehr, weil die habe ich schon umdisponiert. Und meine normale Stempel aufbewahren. So, die. Dann war mein. Die habe ich tatsächlich vorher. Also, die habe ich als allererstes gemacht. Dann habe ich mich an die andere Karte, die ich euch gleich zeigen werde, noch gewagt. Hat aber, wie gesagt, noch was bestellt. Es hat dann leider etwas länger gedauert, weil dann Wochenende noch und so dazwischen kam. Und habe aber währenddessen dann die gemacht, weil ich alles durchwurschteln wollte. Und die, was ich jetzt euch gleich zeige. Und darauf ist ja dann letztendlich, zeigt es euch, daraufhin ist ja letztendlich, daraufhin ist ja letztendlich eigentlich diese Halloween-Karte entstanden. Auf die Karte, die ich euch jetzt zeige. Zwar so. Die ist tatsächlich zuerst entstanden, rein von meiner, ne, Geschichte her. Und dann die andere Halloween-Karte. Ja, da habe ich einmal diese Ecken hier. Wo sind sie denn? Da ganz unten. Diese Ecken hier benutzt, habe die in drei verschiedenen Farben ausgestanzt. Und habe auch so viele Halloween-Karten wie möglich gemacht. Den Hintergrund habe ich embossed, das ist von Silvia. Früher oder später benutze ich mal mein Zeug. Hab das dann mit so silbernem Stempelkissen so ein bisschen, ne, eingefärbt, dass das Muster besser rauskommt. Ihr seht es ein bisschen schimmern. Da habe ich das Ganze noch einmal gemacht, aber ohne, dass ich den Hintergrund einfärbe. Denke, ich kann es dann so ganz gut sehen. Und das war unsere Badezimmertür. Dann habe ich die zwei hier noch gemacht. Und die Teilchen, die sind auch von Globaland. Die habe ich auch schon vor längerem bestellt. Ich glaube, das war bei meiner ersten Bestellung überhaupt dabei. Aber dann habe ich die zwei noch benutzt, dass ich auch sagen kann, ich habe, ne, das mal benutzt. Wie gesagt, das ist auch von Globaland. Und jetzt zeige ich euch noch eine letzte Karte. Die basteln wir jetzt auch noch zusammen. Und zwar, wie gesagt, Torbogen, ne, muss ja nicht immer gleich Regenbogen sein. Da ist mir noch eine andere Idee gekommen, und zwar die hier. Das ist so eine Fensterkarte. Ich weiß nicht, ja, jetzt sieht man es, man sieht Spiegeln. Da ist Folie dazwischen. Wie so eine Art, man schaut durch ein Fenster so ungefähr. Und im Endeffekt gar nicht schwer. Aber dann kann ich endlich mal alles wegräumen, weil das Licht ist nämlich auch schon ein paar Videos hier. So, jetzt machen wir erstmal ein Kartenbowling. Maße brauche ich jetzt nur mal groß sagen, oder? So, dann brauche ich einen Aufleger. Ja, die Maße 10 mal 14. Also ihr seht, ich habe eine ganze Menge gebastelt. Schaue ich nur, welchen Bogen ich dafür benutzt habe. Ich glaube, das war der größte. Ich glaube, das war der größte, wenn ich mich nicht täusche. Den prägen wir jetzt auch einmal schnell. Mit der Holzmaserung. Entschuldigung, ich bin ans Stativ gekommen.
alles nämlich wieder wegräumen. Weil ich das ja jetzt dann fertig gefilmt habe. So. Dann nehme ich mir die Karte, beziehungsweise den Aufleger. Ah ne, das habe ich gezeichnet. Das habe ich aufgezeichnet. Nein, jetzt ist gerissen. Ist aber nicht so schlimm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn der Cardstock zu, ja, wenn er geprägt wird. Oder habe ich den anderen genommen? Nee. Aber der scheint mir irgendwie zu groß. Der ist, glaube ich, auch zu groß. Na, jetzt machen wir es halt mit dem. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Das ist doof, dass mir das gerissen ist. So weit nach oben will ich es gar nicht haben. Ich will ja noch Platz lassen. Ich werde jetzt sehen, ob es klappt. Das schneide ich jetzt einmal aus. Kann ich denke nochmal nachschneiden. So, dann klebe ich mir schon mal den Torbogen auf. Sieht jetzt nicht so sauber aus und ich glaube, wir müssen auch nochmal nachschneiden. Na, ist ein wenig doof, weil ich das jetzt zu arg da verengt habe. Aber Gott sei Dank kann man noch ein bisschen schieben. So, jetzt müssen wir nochmal nachschneiden. Da hat der zu reichen Knick meiner Meinung nach, aber der Kleber ist schon getrocknet. Komme ich jetzt leider auch nicht mehr ran. Ich weiß gar nicht mal, wie ich es bei der anderen Karte gemacht habe. Habe ich das zuerst aufgeklebt und dann geschnitten? Ich glaube, ich habe es zuerst aufgeklebt und dann geschnitten. Würde ja auch Sinn machen eigentlich, oder? Und dann spart man sich die Arbeit und das Nachschneiden und naja, egal. Ich sehe schon wieder, meine Klinge wird schon wieder stumpf. Die Kamera läuft noch. Ich bastel eindeutig zu viel. Der war gut, oder? Für manche bastel ich nicht zu viel. So. Dann brauche ich noch eine andere Karte. Beziehungsweise anderes Papier. Das hat dann die Maße 9,5 mal 13,5, also noch einmal einen Ticken kleiner. Weil das ist dann der Himmel, den soll man jetzt sehen. Also ne, unten drunter. Und jetzt muss ich nur kurz umdenken.
Ich arbeite quasi verkehrt rum, weil ne, so die Wolken sind. Normalerweise arbeite ich so rum, aber diesmal arbeite ich quasi verkehrt rum. Ist aber nicht tragisch. Ich denke, das kriegen wir hin. Verschiedene Wolkenformationen. Nicht verrutschen. Ich habe übrigens Salty Ocean benutzt, falls es einer wissen möchte. So, das klebe ich mir jetzt schon mal auf meine Grundkarte. Dann nehme ich meinen Torbogen. Schneide erstmal den überschüssigen Rand weg. Bring doppelseitiges Klebeband auf. Kamera läuft noch. Sehr schön. Hoffentlich schmiert die jetzt nicht ab. Das wäre nicht so toll, aber ich denke, das dürfte man schaffen. So. Dann brauche ich eine Folie. Ich habe eine alte Schneidklinge irgendwo. Wenn ich die jetzt gleich wieder zum Schneiden nehme, dann ist sie mir gleich komplett wieder kaputt. Der Torbogen hat die Maße 9,5 mal 13,5, beziehungsweise die Folie. Also ein Ticken kleiner als mein Ding, dass es halt nicht drüber guckt. Manchmal zu kräftig. Muss ich gleich nochmal drüber. Da muss ich nochmal drüber. Weil das mir jetzt so eingerissen ist. Ist jetzt nicht so toll. Folie. Dann schaue ich, dass die hier unten bündig ist. Pi mal Daumen bündig. Muss nicht genau, aber wäre schön. So, dann mache ich schon mal 3D-Pads drauf. Wieder geschnipselt. Kamera läuft noch. Ich bin ein bisschen paranoid gerade, weil ja eben, weil ich schon so viele Videos aufgenommen habe und die muss ich jetzt gleich erstmal alle hochladen, damit ich wieder Speicherplatz frei habe mit meinem Aufnahmehandy. Am liebsten würde ich ja mein neues Samsung nehmen, aber da habe ich dann erstens Angst, dass mir das dann irgendwann kaputt geht. Weil durch das ganze Videoaufnehmerei hochladen, löschen, ist mein anderes Handy ja abgeschmiert. Weil der Akku dann sich so aufgebläht hat, weil es so heiß geworden ist und immer, ne, ist halt so ein, ja, blöde Situation.
Deswegen nehme ich das alte hier. Ich habe aber auch schon mal alles ausgestanzt. Das Set ist auch von Globaland. Das ist hier. Schmetterlinge, Blümchen, bisschen Grünzeug. Das wird die Nummer. Das habe ich selber gekauft. So, ihr seht, ich habe das schon mal alles so ein bisschen ausgestanzt, weil sonst würde das wieder zu lang dauern. Und zwar drapieren wir das jetzt, beziehungsweise kleben das jetzt einmal fest. Am besten nicht über den Rand hinauskommen oder halt dann später aufkleben. Das guckt dann drüber hinaus. Aber da schneide ich mal ein bisschen ab. So. Schneide ich auch ein bisschen ab. Dann die Blümeleins, die habe ich immer einmal in Gelb ausgestanzt. Keinen Platz mehr. Wo ist denn das andere Blümelein? Da. Klebt irgendwo fest. Und habe das Ganze mit Rusty Hinge noch ein bisschen eingefärbt. Jetzt schaue ich noch gerade, wo mein... da oben. Dass das noch so ein bisschen, ja, ne? Ein bisschen Farbe kriegt. Dass es nicht ganz so gelangweilt aussieht. Okay. Die klebe ich jetzt auch einmal auf. Das kann wieder weg, das kann wieder weg. Sauber. Wo sind meine Pixel? Da. Jetzt ziehen wir mal die 3D-Pads ab. Ich hoffe, das gelingt jetzt schnell, zügig und nicht zu langsam. Na, will nicht runter. Manchmal kleben die so fest an der Schutzfolie noch dran. So. Okay. Dann den Schmetterling habe ich einmal, das ist wirklich so ein Set, einmal der Grundschmetterling und dann noch die Feinheiten. Wie ihr seht, habe ich einmal ein Lila ausgestanzt. Da ist ein Papierschnipsel mit dabei. Da bringen wir jetzt auch mal 3D-Pads auf. Erstens, dass er dann noch ein wenig abgehoben ist. Man sieht es ja eh nicht. Ne, weil das ist ja... Die ist ja fest, die Folie. Und zweitens, wegen der Folie würde jetzt kein Flüssigkleber halten. Flüssigkleber und Folie funktioniert nicht immer. So, aber der Schmetterling ist am Fenster und schaut nach draußen. So, dann nehme ich noch so ein Die-Cut
Wenn es so weitergeht, kann ich gleich wieder bald neue bestellen. Gleich bald. Ich rede schon wie meine Tochter. Manchmal jetzt. Nee, was war das vorhin, was sie gesagt hat? Immer manchmal, genau, immer manchmal. Und dann ist eine weitere Karte fertig. So brauchen wir, ne, beim Ausstanzen nicht alles wegschmeißen. Wir können jetzt daraus auch noch Karten machen, aber tatsächlich reichen mir die. Weil es sind jetzt erstmal wieder genug Karten auf Vorrat. Ja, vielleicht konnte ich für den einen oder anderen eine Inspiration sein. Stimmt gerade richtig heftig. Unsere Tür macht sich selbstständig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.